Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Pokalspiel der dritten Runde DHC Rheinland gegen THW Kiel. Das Ergebnis lautete 27:32 aus Sicht des DHC Rheinland, Halbzeit 12:21. Vor 6 Wochen etwa saßen wir schon mal hier, da lautete das Ergebnis 25:32. Damals war es aber so, dass zur Halbzeit 15:15 stand und heute war im Grunde genommen das Spiel zur Halbzeit schon entschieden. Nachher wurde es nochmal eng. Wir werden jetzt die Kommentare der beteiligten Trainer hören und dann auch erfahren, warum dies so war. Ich begrüße ganz herzlich Alfred Giesersson vom THW Kiel und Kai Wandschneider vom DHC Rheinland. Alfred, ich darf dir das Wort geben. Ja, also erstmal bin ich so zufrieden, dass wir weitergekommen sind in den Pokal. Und ich denke, dass wir deutlich besser gespielt als vor 6 Wochen hier. Wenn es in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, kann ich nicht sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit einigen Sachen, die wir da gemacht haben. Wir haben mal vielleicht ein bisschen zu früh aufgehört, Handball zu spielen. Und Dortmund ist eine sehr, ja, sehr kämpferische, sehr gute Mannschaft, die das Spiel weiter spielt. Und von daher wurde das nochmal eng eigentlich. Und ich musste die Leute, die ich eigentlich schonen wollte, wieder einwechseln. Von daher bin ich eigentlich nur damit zufrieden, dass wir gewonnen haben, dass wir weiterkommen sind im Pokal. Und wir haben übermorgen wieder ein Spiel, was wir über 16 Minuten besser spielen müssen. Vielen Dank, Alfred Giesersson. Kai Wandschneider, zur Pause sah es so aus, als würde das Ergebnis sehr deutlich für Kiel ausgehen. Nachher war es relativ knapp. 5 Tore und die Mannschaft hat sich wirklich nochmal richtig reingehangen. Dein Kommentar. Ja, ist so. Also die Zeit war das Spiel entschieden. Kiel hat da Vollgas gegeben. Wir haben eigentlich ganz gut angefangen, die ersten 10, 12 Minuten. Aber dann hat uns Kiel gezwungen zu vielen technischen Fehlern. Und die werden von Kiel sofort bestraft. Das heißt, wir waren mit Trommelfeuer aus Gegenstößen ausgesetzt. Wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Selbst wenn wir ein Tor erzielt haben, bedeutete das immer sofort Gegentor aus der zweiten Welle. Aber was Alfred sagt, wir haben eben eine kampfstarke Truppe, die dann nie aufgibt, weiterspielt. Sie hat nichts zu verlieren. Und Kiel hat dann eben nachgelassen. Wir durften mitspielen und es gibt aber auch Mannschaften, die diese Sache dann nicht annehmen. Wir nehmen das dann dankend an. Ich denke, der ein oder andere Spieler, der in der ersten Halbzeit aber nicht so gut war, nehmen wir zum Beispiel Sigurd Bergo Svensson, der konnte nochmal selbst abbauen. Der Tanken in der zweiten Halbzeit hat er wesentlich besser gemacht. Das Spiel war torgefährlicher. Aber ich sehe es nicht so, das war nie eng, zu keinem Zeitpunkt. Auch als wir rangekommen sind, war es nicht eng. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und wenn Alfred auf seinem Niveau den einen oder anderen Spieler eine Pause geben wollte, hätte ich das heute auch gern getan. Aber das war nur auf ein, zwei Positionen möglich. Ansonsten musste ich Spieler eben einfach auch auf bestimmten Positionen durchspielen lassen. Es ist einfach so, dass Max Holz für uns mittlerweile unersetzbar ist. Also wenn er nicht auf der Mitte spielt, spielt er dann eben links außen. Ist auch für uns extrem schwierig ohne zweiten Rechtsaußen. Daniel Wernick hat heute, sagen wir ruhig so, also nicht seinen besten Tag erwischt. Aber ich kann da schlechten Rückraum rechten hinstellen. Das haben wir in Groß-Weißstadt probiert, das hat nicht geklappt. Christian hat das ein bisschen aufgefangen. Und auch die Kreisläuferposition ist schwierig für mich doppelt zu besetzen, sodass ich Patti Linder Pause geben kann. Und hinzu kam leider eben auch, dass Vitali Fischanka, unser bisherigen Saisonverlauf, konstantester Mann. Er hat konstant auf hohem Niveau gespielt, bisher seine beste Erstligasaison. Der war eben nicht mit dabei. Jens hat sich Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit dann fangen können, auszeichnen können. Ein paar sehr schöne freie Bälle gehalten. Und ich hoffe, dass ihm das Auftrieb gibt, auch für das für uns sehr wichtige Derby gegen Gummersbach. Aber trotzdem, so insgesamt können wir natürlich sehr zufrieden sein, dass wir das geschafft haben. Vielleicht auch um hier unseren Zuschauern, bei denen ich mich bedanken muss. Sie haben uns wieder
großartig unterstützt. Ich habe am Wochenende vom Fernseher gesessen und Celje gesehen. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft. Vugrinec, Meticic, Sormann und so weiter und so fort mit einem Weltklasse-Trainer Lonka Zelarušić. Und die waren gegen Kiel, wenn ich das so sagen darf, chancenlos. Hat es 18-10 zur Halbzeit gestanden und dann, also für mich ist das fast eine Parallele, hat Kiel dann kürzer getreten und dann konnten die Ergebniskosmetik betreiben. Nochmal Kompliment an unser Publikum in Zellgang, die Zuschauer pfeifen, die alle verlassen. Hier haben wir Standing Ovations bekommen. Das spricht sehr hier für unsere Dormagener Zuschauer. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Das müsst ihr auch weiter so machen, weil die Jungs das verdient haben. Das sind Kämpfer, die sind sehr tapfer. Und ja, insofern denke ich mal, können wir zufrieden aus dem Spiel herausgehen. Und ich hoffe, dass wir gegen Gummersbach zur Halbzeit noch die Möglichkeit haben, aus der Geschichte ein enges Spiel zu machen. Danke. Kai Wandschneider, vielen Dank. Und ich frage in die Runde, sind Fragen an die Trainer? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Alfred alles Gute wünschen für die Aufgabe bei Ahlenhamm am Freitag. Wir hoffen, dass ihr dort gewinnt. Aus verständlichen Gründen. Ihr auch. Können wir gerne nachvollziehen. Wir wollen natürlich im Mittelrhein-Derby am Samstag um 15 Uhr hier in der Halle möglichst punkten. Wir versuchen das durch die Unterstützung von den Rängen und die Mannschaft versucht es auf dem Feld. Kai, gibt es noch eine besondere Information zu diesem Spiel? Eigentlich nicht. Ja, so. Alles, ich hoffe, dass das geht halt manchmal am Montag war kein erfreulicher Tag. Es geht eben schnell, ne, dass sich Spieler verletzen. Damit muss man auch in Zukunft rechnen, dass die Erfahrungen der letzten Jahre sind alle sehr stark beansprucht. Wir werden natürlich morgen und übermorgen jetzt nicht kein Konditionstraining machen, das ist klar, geht um taktische Vorbereitung. Aber wir haben, also was ich festgestellt habe, ist, dass gerade alte Spieler bei uns, wenn sie keine Trainingspause haben, sich oft, also Eike Immel hat sich verletzt, wo wir auch Donnerstag trainiert haben, am Mittwochspiel, Muskelfaserriss. Ne? Vitali Fischanka Muskelfaserriss und wer hat es noch? Michel Lochtenberg, ja? Also auch ein alter Spieler. Da muss ich sehr darauf achten, dass wir das morgen und übermorgen hinbekommen, dass dann der Rest auf jeden Fall am Samstag da ist. Ja, okay. Vielen Dank dann noch eine Information. Unsere beiden Zuschauervertreter im DHC-Beirat, die ja beim letzten Mal hier gezogen worden sind, Michael Beckmann und Ulrike Wölm, haben sich heute schon stark engagiert. Das heißt, es wurde auch eine Kiste, eine Box angefertigt, wo man Vorschläge einreichen kann über Dinge, die man gerne verbessert haben möchte. Machen Sie davon Gebrauch, damit Sie auch Ihre Ideen dann hier an die entscheidenden Personen richten können. Ansonsten sehen wir uns hier hoffentlich nochmal verstärkt. Wir wollen gerne das Ergebnis der Zuschauer, das waren heute 1273, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wollen wir verdoppeln, mindestens verdoppeln. Es wäre schön, wenn wir die Halle ganz voll kriegen. Arbeiten Sie mit dran, wir bauen auf Sie. Vielen Dank, schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause.